Heute zu Gast Sabine Lisicki. 23,77 Meter mal 8,23 misst ihre Welt und in der gab es schon früh nur ein Ziel. Nummer 1 zu werden. Geboren in Troisdorf bei Köln, dann Wahlberlinerin. Der Vater, Sportwissenschaftler, hat das Wissen, die Tochter den Willen. Sie ist die Erste, die auf dem Platz ist und die Letzte, die vom Platz geht. Über 900 Weltranglistenplätze klettert die lachende Kämpferin in 4 Jahren. Mit Ausdauer und Präzision. Sehr viel Präzision. Ihr Aufschlag bringt Bum Bum Biene gar ins Guinness-Buch der Rekorde. Vor 10 Jahren das Match ihres Lebens. Wimbledon-Finale als erste Deutsche seit Steffi Graf. Zwar verliert sie, doch steht ein neuer Stern am Tennishimmel. Das war genau das, wofür ich so lange gekämpft habe. Platz 12 der Welt bleibt der Höhepunkt. Es folgt eine Boulevardbeziehung, die Spuren hinterlässt. Fuß-, Schulter- und Sprunggelenk bremsen, Bein-, Knie-, Drüsenfieber und als Krönung Kreuzband, Meniskus, alles kaputt. Damit kam noch keine zurück. Doch sie steht 18 Monate später wieder auf dem Platz, ab morgen in Berlin. Sabine Lisicki, das Stehaufmädchen, jetzt bei Studio 3. Oh nein, aus! Oh Mann, ey. Ja, so geht das halt hier, ne? Gegen eine Weltrekord-Tennis-Aufschlaghalterin muss ich jetzt hier einen Aufschlag machen. Wie gemein ist das denn? Ach. Und? Hatte schon immer eine starke Rückhand. Ah, nein! Aus, aus! Ich habe immerhin einen Punkt gegen Sabine Lisicki, jawohl. Herzlich willkommen, auch wenn es ein Computertennis ist. Schön, dass du da bist. Aber ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal hier irgendwie ein Match gespielt. Ansonsten bist du ja auch schon fleißig am Trainieren. Ne? Mhm. Auf jeden Fall. Wir sind hier bei dem Bett 1 offen und da trainieren wir auch auf Rasen. Ganz fleißig. Ja, ja, deine Leidenschaft. Genau. Ne? Also es ist ja wirklich Wahnsinn. Wir haben das gerade schon im Gästeclip gesehen. Diese ganze Verletzung. Serie, die du da hast, Kreuzbandriss. Ist ja ein Wunder, dass du überhaupt noch laufen kannst. Wir haben auch Bilder von deinem Training, wie du dich da zurückkämpfst. Die wollen wir uns mal anschauen. Die sind auch echt total beeindruckend. Und wir können uns derweil setzen. Ich bin nämlich schon völlig außer Atem. Da sehen wir dich, ne? Oh ja. Das war eine sehr schwere Zeit. Ja, da kämpfst du dich langsam zurück. Und du hast ja wirklich viele Verletzungen gehabt und auch lange jetzt gerade auch noch mit diesem Kreuzbandriss. Und mit den Verletzungen beenden ja andere ihre Karriere, ne? Aber du nicht. Ja, wie schwer war das, dich da zurückzukämpfen? Vor allem war es nicht nur ein Kreuzbandriss, ehrlicherweise. Also da war so ziemlich alles kaputt, was das Knie zusammenhält. Deswegen war es nicht wirklich, glaube ich, noch jemals Profi-Tennis spielen werden können. Ich war aber voller Hoffnung und überzeugt, dass man es irgendwie schaffen kann, weil die Leidenschaft einfach für mich Tennis ist und ich damit auch noch Menschen inspirieren wollte, dass man manchmal das Unmögliche möglich machen kann. Und dann hast du dich ja jetzt auch zurückgekämpft. Die Resonanz der Fans, du hast ja jetzt auch schon so ein paar erste Matches. Wie war die Resonanz der Fans? Du hast ja bewusst, glaube ich, nicht gesagt, dass du zurückkehrst. Und dann bist du gleich auf der Bühne aufgetreten. Wie war da die Resonanz? Ich habe immer gesagt, dass ich zurückkommen möchte. Das war auch das Feuer in mir. Aber ja, es war unglaublich, wie viele Fans da mitgefiebert haben und mir auch wirklich in dieser schweren Zeit sehr, sehr viel Kraft gegeben haben. Ja, es sind einfach die Momente auf dem Platz, die einem fehlen, die einem aber auch zugleich in solchen schweren Momenten wirklich sehr, sehr viel Kraft geben. Ja, da sieht man es letztes Jahr bei den Bett 1 Open. Das war einfach richtig schön, wo ich das erste Match gewonnen habe und die Fans, die Berliner mich so gut unterstützt haben und das einfach das ganze Leiden war es wirklich wert, wieder zurück auf den Platz zu kommen. Nach so einer langen Verletzungsserie, ja. Ne? Ja. Ja, unvergessen und Bett 1 Open auch dieses Jahr wieder. Also so beeindruckt waren alle von dieser Rückkehr, von diesem Comeback. Du darfst halt auch gleich antreten. Und es ist ja für dich auch ja, so eine Art Heimspiel, kann man sagen. Ne? Du hast ja lange in Berlin gelebt, bist auch jetzt wieder in Berlin zurück. Was machst du, was hast du jetzt als erstes gemacht, seitdem du in Berlin bist? Ich bin zum LTTC Rot-Weiß gefahren, um dort auf dem Rasen zu trainieren. Das ist dein Verein, ne? Genau. Wo du auch schon in den Teenagerjahren lange trainiert hast? Das ist mein Heimatverein, wo ich als kleines Mädchen sehr, sehr viele Stunden auf dem Platz verbracht habe. Und es war... Ja, es ist für mich ein Traum, einfach zurückzukommen. Vor allem, wir spielen jetzt auf Rasen, das ist etwas Neues. Wir haben Rasenplätze im LTTC Rot-Weiß und ich bin einfach unheimlich dankbar. Auch Edwin Weindorfer, der mir eine Wildcard für das Turnier gegeben hat. Ja, weil es eine Möglichkeit ist, die man wirklich zu schätzen weiß. Und dafür habe ich 2 Jahre lang vom Kreuzbandriss
zurückgekämpft und möchte jetzt einfach alles geben und schauen, wo die Reise hingeht. Und du lebst und trainierst ja in Florida. Wie ist es dort? Wie fahrradfreundlich ist es bei dir in der Heimat? Naja, die Heimat ist für mich immer noch Berlin. Ah, also, gut, dass wir das geklärt haben. Schön. Also ich lebe in den USA, weil dort die Trainingsmöglichkeiten sehr gut sind, aber die Heimat ist immer noch Berlin. Mein Herz ist hier. Fahrradwege gibt es hier deutlich mehr als dort. Ah. Ja. Und weil du jetzt sagst, die Heimat ist in Berlin. Du bist mit 14 hierher gekommen und hast bei Rot-Weiß, so ein Traditionsverein im Grunewald. Ja, ne? Viel ja. früher hast ja, du sogar ja. angefangen, ja. bist du hierher gekommen und hast dann angefangen. Und ich finde es beeindruckend, weil du bist ja von Hohenschönhausen immer dann nach Grunewald gependelt, warst dort in der Sportschule. Ne? Genau. Wie war diese Zeit? Also das stelle ich mir auch ziemlich anstrengend vor. Allein diese Strecke ist ja für einen Berliner. Sportschule Hohenschönhausen, Werner Seelenbinder und dann Hohenschönhausen in Grunewald. Ganz schön lange Strecke, oder? Ein langer Weg, wo ich zweimal umgestiegen bin am Alex. Und dann noch einmal von der S-Bahn in eine zweite S-Bahn. Und in der Zeit habe ich Hausaufgaben gemacht, gegessen. Und dann ging es auf den Platz. Aber jeden Tag 2 Stunden zu pendeln war schon lang. Oder auch manchmal 2-mal am Tag. Und warum hast du diese lange Strecke in Kauf genommen? Weil LTTC Rot-Weiß mein Verein war, wo wir trainiert haben. Mein Papa hat da auch Trainerstunden gegeben. Also ja, das hat sich dort so angeboten. Das haben wir auch gerne auf uns genommen, weil es ein sehr, sehr schöner Verein ist, für den ich sehr, sehr gerne schon damals gespielt habe und immer noch sehr gerne für spiele. Und ja, daran hängt mein Herz immer noch. Ja, umso schöner dann, wenn es dann auch irgendwie eine Rückkehr gibt zu dem Verein für ein Turnier. Wie gut hast du dich jetzt darauf vorbereitet? Ich glaube, du hast in Mallorca trainiert, ist richtig? Genau. Wir waren in Mallorca, weil es ist sehr schwierig, auf Rasen sich vorzubereiten, weil es sehr, sehr wenige Rasenplätze gibt. Und hier natürlich die Rasenplätze geschont wurden fürs Turnier, damit die dann perfekt sind. Es hat ja auch heute geregnet. Ja. Ist das gut eigentlich? So ein bisschen Regen oder ist das also schlecht für morgen? Wir haben gehofft, dass es weniger regnet oder erst am Abend. Aber wir würden Sonnenschein bevorzugen tatsächlich. Deswegen waren wir auch auf Mallorca, weil man dort eine gewisse Wettergarantie hat und dort auf Rasen schon ein paar Tage trainieren konnte. Jetzt triffst du ja morgen, das ist ja wirklich ein hochkarätiges Tennis. Mhm. Viele nutzen das ja auch als Vorbereitung für Wimbledon. Mhm. Ich glaube, die Nummer 2 bis 9 der Damen-Weltrangliste kreuzt auf. Wie fit und wie vorbereitet fühlst du dich? Es geht ja dann richtig gleich gegen die Top 10, ne? Genau, also die Auslösung wird am Sonntag gemacht fürs Hauptfeld. Morgen fängt die Qualifikation an. Und ab Montag, Dienstag fängt dann die Hauptrunde an und ich bin schon sehr gespannt, wie die Auslosung sein wird. Das wird man dann am Sonntag sehen, gegen wen ich spielen muss. Und natürlich muss man von der ersten Runde an wirklich sehr, sehr gut spielen, um eine Chance zu haben, um zu gewinnen. Ja, jetzt hatten wir ja vorhin diese Bilder gesehen, die ich immer noch erstaunlich finde. Kreuzbandriss, davor auch ganz viele Verletzungen. Also was hast du da besonders trainiert? Ist es die Routine oder die Spielpraxis, die dir wichtig war? Oder hast du dir Strategien überlegt? Also, um ehrlich zu sein, wo wir das Bild jetzt sehen, da war nicht mal an Gehen zu denken. Also ich habe tatsächlich 66 Heparinspritzen mir selber geben müssen. Ich war über 2 Monate an Krücken. Und ja, mein Bein konnte ich auch einen Monat lang gar nicht mal hochheben. Also ich habe wirklich drauf geschaut und ich konnte es nicht mal hochheben. Also da gehen einem ganz andere Gedanken durch den Kopf als Tennis in dem Moment, weil man einfach nur wieder ein Glas Wasser und eine Flasche Wasser mitnehmen möchte aus der Küche zum Wohnzimmer. Das ist ja dann nicht möglich, wenn du an Krücken bist. Und da merkt man es oder man weiß es dann auch zu schätzen, was 2 gesunde Beine sind. Und ja, und dieser ganze Weg, das ging ja wirklich 2 Jahre, wo man sich Schritt für Schritt nach vorne arbeiten musste. Und das war schon, also das war die härteste Zeit, die ich erlebt habe, was das angeht. Also auch mit Schmerzen verbunden. Da war die Unterstützung der Familie und der Freunde unheimlich wichtig. Ohne die hätte das alles auch nicht funktioniert. Wir haben ja schon gesagt, diese Bet 1 Open ist es ein Rasenturnier. Das heißt, viele nutzen das auch so als Vorbereitung, ne, für Wimbledon. Auf jeden Fall. Und das ist ja bei dir Wimbledon 2013. Ist ja, du lachst schon so. es ist wirklich ein großartiges Grand Slam-Turnier gewesen, was du da gespielt hast. Wie ist dir das in Erinnerung geblieben? Ich meine, du hast ja die Nummer 1 der Welt rausgeschmissen, Serena Williams.
Das war etwas ganz Besonderes. Tatsächlich werde ich deutlich öfter darauf angesprochen, als ich denke. Also ich bin jedes Mal überrascht, aber auch, dass es 10 Jahre her ist. Nervt es dich? Oder? Nein, aber man selber schaut halt immer nach vorne und möchte sich weiterentwickeln und weiterkommen und was Neues erreichen, egal auf welcher Ebene. Und, aber das Match gegen Serena Williams war etwas ganz, ganz Besonderes, weil sie Wimbledon mehrfach gewonnen hat. Auf dem Center Court gegen sie zu gewinnen, war einfach etwas Unglaubliches. Ja, ich frage mich auch, wie das ist, wenn man, also ich meine, du warst du da Nummer 12 dann schon oder bist erst danach, aber du warst halt, ich sag mal, unter den Top 20 und dann tritt man aber gegen die Nummer 1 an. Wie ist das dann, wenn man da so als Underdog kommt, sage ich mal, Außenseiter? Als Außenseiter habe ich mich dann nicht gesehen. Das ist wahrscheinlich die richtige Einstellung. Ohne überheblich zu sein. Aber ich glaube, man braucht eine gewisse Abgebrühtheit, um eine Chance zu haben. Also ich gehe mal raus und möchte einfach 100% geben und alles, was in mir steckt, mit jeder Faser meines Körpers kämpfe ich. Und dann sieht man, wie weit man kommt. Und mit meinem guten Ausschlag auf Rasen ist es natürlich ein Riesenvorteil. Und da war es klar, ich muss sehr, sehr gut spielen, darf nicht viele Fehler machen und muss gleichzeitig aggressiv bleiben. Ja, was ich aber auch faszinierend finde, ist, das ist ja so ein Match gewesen, was faszinierend ist, weil es bei so vielen auch mal häufig vorkommt. Aber du hast ja auch noch zurückgelegen. Mhm. Ne? Also ich glaube 0-3. Und 1-4. Und 1-4. Im dritten Satz. Im dritten Satz. Ja. Also es gibt, man kann bis 6 spielen und du hast 0-3 zurückgelegen, 1-4. Und dann das auch noch gekippt. Das finde ich schon faszinierend. Was passiert da? Was da in deinem Kopf passiert? Hast du es noch in Erinnerung? Ich habe einfach um jeden Punkt gekämpft. Mir war tatsächlich im Nachhinein, als ich ein paar Sachen noch mal gesehen habe, Videos gesehen habe, war mir nicht ganz bewusst. Also klar, es ist einem bewusst, aber man hat es nicht so in Erinnerung. Oh, es stand 1-4 und 2-4 und Breakbälle hinten. Also man ist da wirklich wie in einem Tunnel und fokussiert sich nur auf den nächsten Punkt und möchte das irgendwie noch umbiegen, um die Chance zu haben, gegen sie zu gewinnen. Aber man muss sagen, sie hatten unheimlich guten Ausschlag. Und also da ein Break wieder sich zu holen, war etwas sehr, sehr Schwieriges. Und also deswegen war es auch eine sehr, sehr besondere, besonderer Sieg. Aber dein Aufschlag ist ja auch nicht ohne, sage ich mal. Du hältst den Rekord, ne? Immer noch, tatsächlich. Ja, immer noch. Im härtesten und schnellsten Aufschlag der Damen seit 2014. Das sind 9 Jahre mittlerweile. Also 210 km/h? 210,8, wenn man es ganz genau wissen will. Das wollen wir. 131 Meilen pro Stunde in Stanford, Kalifornien, habe ich ihn geschlagen. Da sehen wir dich. Das ist jetzt nicht dieser Aufschlag, aber man sieht so ein bisschen. Das ist einer meiner Lieblingsschläge. Mein Papa hat einen Doktortitel in Biomechanics geschrieben und hat mit mir immer an der Technik rumgefeilt, auch beim Aufschlag. Also ihm habe ich das zu verdanken. Es war auch immer schon ein Ziel, den Weltrekord zu knacken. Und dann ist es natürlich umso schöner, wenn es dann klappt. Und umso überraschender, dass ich ihn wirklich seit 9 Jahren halte. Absolut. Also das ist eher unüblich. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich war auch überrascht, dass ich im Guinness-Buch der Rekorde damit war. Oder bin. Aber wieso? Der schnellste Aufschlag? Oder ja, man denkt da nicht dran. Ich glaube, manchmal ist man in so einer Blase. Ach so, ich jetzt. Okay. Ja, genau. Und man sieht sich nicht so groß. Also ich bin ein sehr bodenständiger Mensch und da denkt man gar nicht. Da hieß es, ja, du bist zur Pressekonferenz, du sollst zur Pressekonferenz gehen. Ich wusste gar nicht, dass ich den Weltrekord geknackt habe. Und dann hieß es später auch, ja, übrigens, du wirst im Guinness-Buch der Rekorde stehen. Ich so, oh, schön. Eine Überraschung. Und da steht sie eben seit 2014. So ist das, wenn man einen Bum-Bum-Biene-Aufschlag hat. Kurze Frage, ja oder nein, hast du auch einen Mental Coach eigentlich, mit dem du zusammenarbeitest? Ja, klar. Ja, klar, sagt sie. Okay. Dann schauen wir mal auf den nächsten Beitrag. Da schauen wir nämlich auf einen Kollegen von dir. Ist ein starker Typ, sehr erfolgreich im Rollstuhltennis. Und noch erfolgreicher ist er geworden, seitdem er mit einer Mentaltrainerin zusammenarbeitet. Und wir wollen ihn jetzt mal vorstellen. Sven Hiller gehört zu den besten Rollstuhltennisspielern Deutschlands. 3-mal deutscher Meister im Einzel, 9-mal im Doppel und seit 15 Jahren Nationalspieler. Beste Platzierung in der Weltrangliste? Platz 71. Das ist für mich wie Freiheit, dass ich halt mich bewegen kann, mich beweisen kann. Und ich kämpfe halt auch sehr gerne auf dem Platz, auch wenn es aussichtslos ist. Auch im Alltag versuche ich trotzdem, das Beste rauszuholen.
Der 41-Jährige ist extrem ehrgeizig und trainiert regelmäßig bei seinem Verein, den Zehlendorfer Wespen. Doch um Spiele zu gewinnen, muss man auch mental fit sein. Deshalb hat sich der Berliner von einem Sportpsychologen coachen lassen. Ich habe mich halt über viele eigene Fehler oder so, oder wenn ich nicht mehr an die Bälle rangekommen bin, geärgert. Und das habe ich mit ihr eigentlich geschafft, ins Positive umzuwandeln, dass man halt sich halt kurzzeitig ärgern darf, aber dann halt das Positive dabei rausnimmt. Früher ist auch öfter mal der Schläger geflogen. Das passiert mir jetzt nicht mehr. Dass der Schläger nicht mehr fliegt, verdankt Sven seiner Mentaltrainerin Maite Torres. Die Spanierin hat viele Jahre in Deutschland gearbeitet und schon Tennisgrößen wie Annalena Grönefeld gecoacht. Auch der aktuelle Trainer von Karen Karachnow gehört zu ihren Klienten. Sie sagt, das Match wird im Kopf entschieden. Was ich mache, ist, dass wir Sportler wirklich mit mehr Selbstbewusstsein, mehr Vertrauen und mehr Spaß Titel gewinnen oder Matches gewinnen, anstatt mit Stress, Druck und Angst. Wenn du gut drauf sein möchtest, dann kannst du dir keine Vorwürfe leisten. Vorwürfe, wenn du Vorwürfe hast an dir selbst, an deine Eltern, an deinen Trainer, wenn du Vorwürfe hast, dann kannst du nicht 100% dein Potenzial entfalten. Den Kopf frei kriegen und eigene Fehler nicht zu schwer nehmen. Was so banal klingt, ist auch im Nachwuchsbereich ein wichtiges Thema. Wer sich andauernd ärgert, spielt auch schlechter, sagt der Jugendkoordinator der Zehlendorfer Wespen. Es ist ein Sport, wo es immer ums Gewinnen und ums Verlieren geht. Es gibt kein Unentschieden. Jeder Punkt wird einzeln gespielt und das ist einfach unglaublich wichtig, dass die Kinder sowohl mit dem Sieg als auch mit der Niederlage von Anfang an klarkommen, das lernen und auch einfach lernen, was passiert, wenn ich einen Punkt verliere und es ist kein Weltuntergang. Und selbst wenn ich ein Spiel verliere, ist es eben immer noch nichts Schlimmes. Ein Spiel verlieren, auch für Sven Hiller ein Albtraum. Damit er besser mit Niederlagen umgehen kann, hat ihm seine Mentaltrainerin eine besondere Aufgabe gegeben. Eine Aufgabe war, dass ich ein Spiel, das nicht mehr so wichtig war, verlieren sollte. Gut spielen und trotzdem halt nicht als Sieger vom Platz gehen. Und das hat mich sicherlich in dem Moment, vielleicht hat es mir nicht so gefallen, aber in meiner weiteren Karriere hat es mir bestimmt geholfen. Ziel der Aufgabe war es, Sven von seinem Erwartungsdruck zu befreien. Bei Sven war so fest diese Kontrolle und nicht wirklich frei, dann habe ich damals den Sven diese Aufgabe gegeben. Wer sich von Misserfolgen runterziehen lässt, hat im Profisport schlechte Karten, sagt die Sportpsychologin. Frei nach dem Motto, aufstehen, Mund abwischen, weitermachen. Ein mentaler Fehler, den viele Sportler, nicht nur Sportler, sondern Menschen allgemein machen, ist, sie identifizieren sich mit den Ergebnissen. Ich gewinne das Match nicht, ich bin kein Champion. Und das ist ein Fehler. Du bist nicht deine Ergebnisse, du hast Ergebnisse. Und diese beweisen müssen, dass ich der Beste bin, dass ich der Champion bin, das macht den Arm schwer. Vom 12. bis 16. Juli finden hier in Zehlendorf die German Open Wheelchair statt. Das größte Rollstuhl-Tennisturnier in Deutschland. Sven Hiller ist mit von der Partie und will, na klar, gewinnen. Na, viel Glück, da drücken wir die Daumen. Sabine Lisicke ist bei uns. Tennisstar hält den Rekord im härtesten und schnellsten Aufschlag der Damen. Ja, also ich war überrascht nach dem Beitrag. Hat dein Coach dir auch schon mal als Hausaufgabe aufgegeben, mal ein Match, was nicht mehr so wichtig ist, zu verlieren? Mich hat es echt von den Socken gehauen. Definitiv nicht. Also die Aussage überrascht mich ehrlicherweise auch. Ich persönlich finde es nicht so gut, aber ich glaube, jeder muss selber einen Weg finden, wie er mit Dingen umgeht. Und ich glaube, wenn man, also ich glaube nicht, dass das ein guter Ansatz ist, also für mich persönlich zumindest. Wärst du zu ehrgeizig auch? Ich bin viel zu ehrgeizig, also ich möchte jedes Mal gewinnen, ob es Tennismatch ist oder Mensch, ärger dich nicht. Egal, was es ist, ich möchte gewinnen und das war schon von klein auf so. Und ich glaube, wenn man das nicht, also das ist bei mir drin und ich glaube, das hat mich auch dahin gebracht, wo ich hingekommen bin. Wenn man nicht gewinnen möchte, finde ich, ist das eine Bremse. Also für mich wäre das definitiv eine Handbremse. Und genau, also für mich gilt immer 100% geben.
eigentlich 120% und um jeden Ball kämpfen, egal was ist, egal ob was wehtut oder nicht. Und ich wollte einfach mit jeder Faser meines Körpers immer gewinnen. Und deswegen habe ich auch oftmals in meiner Karriere schon aussichtslose Matches gewonnen und gedreht. Und ich glaube auch, dass das mit ein Grund ist, warum ich jetzt wieder auf dem Platz stehe. Hätte ich diese Leidenschaft und diesen Willen nicht, dann wäre ich nicht zurückgekommen. Weil ich musste wirklich kleine Turniere spielen, wo keine Zuschauer sind, nachdem man im Stadion vor 15.000 Leuten gespielt hat. Man hat plötzlich keine Ballkinder mehr, man hat einen Stuhlschiedsrichter. Also es sind ganz andere Bedingungen. Und wenn man das nicht wirklich möchte, dann schafft man das nicht hochzukommen. Deswegen ist auch keine, glaube ich, zurückgekommen, dass es mit einem Grund ist, weil es einfach brutal hart ist. Und wenn man diesen Willen nicht hat, also ich glaube nicht, dass man es dann schafft, zurückzukommen. Mhm. Nun ist es ja bei dir so, du hast Wimbledon-Finale, ja, bist dann auf Platz 12 der Weltrangliste hochgeklettert, hast ja auch ATP-Turniere gewonnen. WTA. ATP sind die Männer. Ah, ATP sind die Männer, Entschuldigung. WTA, kein Problem. Genau, von den Damen. Aber auch große Turniere, ne, die hast du gewonnen. Und dann geht es aber auf einmal statt aufwärts, dann auch abwärts. Das stelle ich mir dann, du hast ja jetzt auch gerade gesagt, du musstest dann auch kleinere Turniere spielen. Aber ich stelle es mir auch krass vor, wenn man dann einmal oben war und dann geht es abwärts und zwar immer weiter. Wie ging dir das? Es war natürlich brutal schwierig. Vor allem ist man auf der WTA-Tour natürlich in einem Umfeld, wo du jede Woche spielen musst. Und dann ist es, den Fehler, den ich gemacht habe, war, also meine Stärke und größte Schwäche zugleich ist mein Wille. Und wieder zurückzukommen, war zu dem Zeitpunkt leider auch meine Schwäche, weil ich oft zu früh zurückgekommen bin und dadurch dann die nächste Verletzung hatte. Ja. Und auf der Tour ist es wirklich so, dass du Woche für Woche Turniere hast und Pflichtturniere. Also wenn du nicht mitspielst, zahlst du auch Strafen und kriegst keine Punkte, die in die Wertung mit reingehen. Also da ist so viel mehr hinter der Kulisse, was abgeht. Also, dass man manchmal dann auch den falschen Ehrgeiz vielleicht hatte und einfach zu früh wieder angefangen hat zu spielen, wo man noch nicht bereit war. Und das ist etwas, was wir jetzt eben anders gemacht haben. Wir haben uns nach dem Kreuzbandriss wirklich sehr, sehr viel Zeit gelassen. Auch noch mal 2-3 Wochen mehr, obwohl sehr viele Leute schon gesagt haben, du bist bereit, spiel, du musst irgendwo anfangen. Habe ich letzten Mai erst angefangen, obwohl mir gesagt wurde, hey, fang doch schon an im April. So. Mhm. Du hast diese Verletzungsserie, aus der du dich so zurückgekämpft hast und hast jetzt auch berichtet von diesen Turnieren. Du bist über 30 in Andrea, oder ich sage jetzt mal Andrea Petkovic und Lila Görges, die sind alle zurückgetreten. Du nicht, du willst es noch mal wissen. Was treibt dich da an? Warum? Die Leidenschaft für den Sport. Ich liebe es, Tennis zu spielen. Ich liebe es, auf dem Platz zu stehen und einfach alles zu geben, die Unterstützung vom Publikum zu bekommen. Das sind einfach so schöne Gefühle, das ist etwas Besonderes und ich mache das, seitdem ich 7 Jahre alt bin und wollte immer bei den großen Turnieren mitspielen und wenn man da hingekommen ist, möchte man dann wieder zurückkommen und eine andere Sache war auch noch, vielleicht Menschen damit zu inspirieren, weil ich glaube, eine Message, die ich auch verkörpern möchte ein bisschen ist, viele sagen dir, was du alles nicht schaffen kannst. Und du brauchst aber nur einen Grund, warum es klappen kann, um dran zu glauben und wirklich hart zu arbeiten. Das ist natürlich Voraussetzung, dass man es will, hart arbeitet und durch die Tiefs durchgeht, um dann wirklich zurückzukommen. Es ist alles möglich, wenn man es wirklich genug möchte. Ja. Inspirierend. Sabine Lisicki ist bei uns und sie hält ja den Rekord für den härtesten und schnellsten Aufschlag im Damentennis. Rund 211 Kilometer pro Stunde. Und wir haben jetzt für Sie und für dich ein Tennisquiz. Da können wir noch mehr Dinge erfahren. Ja, legen wir los. Also, da gibt es auch ganz spannende Fragen. Und zwar, jetzt bin ich gespannt. Es geht los. Wo liegt der Rekord für den schnellsten Aufschlag bei den Herren? Sind es 228 Kilometer pro Stunde, 247 oder 263? Was 263. Glaubst du? Du, aus der Pistole geschossen kommt das. Das wusstest du? Ja. Du weißt auch, wer es ist. Sam Groth. Ja, tatsächlich. Australian Open 2012. Okay, sehr gut. Dann, wie lange dauerte das längste... Jetzt wusste ich eins zumindest. Eins wusstest du. Wie lange dauerte das längste Match in der Grand-Slam-Geschichte? Das ging ist über 3 Tage. Ja, ist es 8 Stunden, 11 Minuten? Ist es 11 Stunden, 5 Minuten?
oder sind es sogar 13 Stunden und 44 Minuten gewesen? Das längste Match in der Grand Slam-Geschichte. Ich würde wieder auf C tippen. Nee, es ging 11 Stunden, also 11 Stunden, 5 Minuten, was ich aber auch schon krass finde. Also wirklich, es ist tatsächlich, ja, Wimbledon 2010 in der ersten Runde. Nicolas Mahut und John Isner, genau, die haben gespielt. Und es wurde zweimal wegen Dunkelheit unterbrochen. Genau. An drei Tagen, das wusste ich. An drei Tagen. Wie lange ging denn dein längstes Match? 4 Stunden. 4 Stunden? Ja. Das ist aber auch schon, also, das ist lang. Das ist lang. Ja. Keine 11 Stunden, aber 4 Stunden ist ja auch schon. Wann war das? Oh, das ist schon eine Weile her. Mhm. Dann haben wir noch die Frage, wie lang dauerte der längste Ballwechsel in der Tennisgeschichte? Das finde ich auch krass. Also ein einziger Ballwechsel. Ist es 1 Stunde 11 Minuten? Sind es 2 Stunden 22 Minuten? Oder hat der längste Ballwechsel 3 Stunden 33 Minuten gedauert? Es muss 1 Stunde 11 gewesen sein. Das kann doch nicht, das kann nicht länger. Ah. Kann es doch. Wirklich? Ja, wir lösen auf. Es ist tatsächlich, es ist doch zäh. Es sind 3 Stunden 33 Minuten. Ich bin aber auch vom Stuhl gefallen. Ich konnte es nicht glauben. Ein Ballwechsel? Ja, ein Ballwechsel. Genau, 1988 war das. Da haben Will Duggan aus den USA und Ron Capp, kennst du die überhaupt, noch in Santa Barbara den Ball 6202 Mal übers Netz gespielt. Im Match? Ja, genau. Was Neues dazugelernt. Genau, sie haben das aber nicht ernst genommen, die wollten lediglich den Rekord, also die wollten sich nicht besiegen, sondern die wollten halt den Rekord machen. Das müssen wir dazu sagen. Okay. Ja, deswegen habe ich gefragt, ob es im Match ist. Weil das ist halt, genau. Und dann haben wir noch eine letzte Frage, und zwar, was ist die höchste Preisgeldsumme, die ein Tennisprofi über seine Karriere erspielt hat? Ist es 112 Millionen US-Dollar, 166 oder 204? Über die Karriere? Ja. B? Ja, du hast recht. War es Roger Federer? 166? Nee, es ist Novak Djokovic. Ja. Und da ist ja noch Luft da nach oben, der spielt ja noch weiter. Ja, bei dir geht es ja auch noch weiter. Und du hast ja, gerade jetzt, weil wir diese Preisgeldsummen haben, hat ja auch immer so ein bisschen Tennis, dass es was Elitäres hat oder so. Aber ihr seid wirklich, du und dein Papa, wie es bei euch losging, habe ich gelesen, aus ärmlichen Verhältnissen. Ne? Habt ihr euch da in diesen Sport gefunden? Ja, mein Papa hat einen Doktortitel geschrieben. Seine Leidenschaft war auch Tennis. Er hat an der Sporthochschule in Köln studiert und hat damit auch etwas losgetreten. Da haben ihn viele für verrückt gehalten. Uns dann auch, als ich angefangen habe, Tennis zu spielen und in die Weltspitze wollte. Und es war sehr, sehr schwierig, weil am Anfang brauchst du sehr, sehr viel Geld, um zu den Turnieren zu reisen. Du zahlst ja auch die Hotelkosten. Also es kommen so viele Dinge mit rein, die du selber stemmen musst. Und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Da sind wir noch mit einem Auto quer durch Europa gefahren, mit einem Kleinen, und haben uns nur gefreut, dass wir zu den Turnieren kommen. Das Auto hatte am Ende 256.000 Kilometer auf dem Buckel. Wahnsinn. Und das sind halt so Dinge, die einem immer in Erinnerung bleiben. Und umso mehr weiß man es dann zu schätzen, wenn man in die Weltspitze kommt. Wo man aber auch sagen muss, man muss trotzdem sehr, sehr viel stemmen. Also man muss selber organisieren, man organisiert die Flüge, zahlt alles selber für Trainer, sich selber, Physio, wenn einer noch mitkommt. Hotelzimmer musst du reservieren. Also du musst dich um sehr, sehr viele Dinge kümmern. Wenn du verlierst, willst du natürlich schnell umbuchen. Dann hängst du 2 Stunden plötzlich in der Warteschleife in Australien, weil hier Nacht ist. Also es kommt viel zusammen. Wir haben ja auch eben noch gehört, ne? Sogar wenn du krank bist, dann gibt es Strafpunkte und so weiter. Klar. Also es bleibt jetzt nicht nur der große Batzen hängen. Dein Papa ist auch noch dein Trainer. Ja. Du hast überhaupt gar keinerlei Zeit und Fokus, noch irgendwas anderes zu machen. Ne? Alles ist auf Bett 1 Open, das Turnier ausgerichtet, ne? Was ab morgen losgeht. Das stimmt. Man hat nicht so viel Zeit. Es ist einfach, man spielt Match für Match. Sobald man verliert, geht es weiter zum nächsten Turnier. Also man sieht nicht so viel, leider. Und Montag wirst du dann loslegen. Genau. Wie groß ist die Aufregung? Groß. Und ich hoffe, dass sehr, sehr viele Berliner zu dem Bett 1 Open in Grunewald vorbeikommen werden und uns unterstützen werden. Na, das ist doch mal ein Aufruf. Vielen Dank, dass du da warst, und beeindruckend, wie du dich zurückgekämpft hast.